gut. Wollen wir noch ein paar Häuser durchsuchen? Das können wir gerne machen. Ich fange hier mal mit dem Auto an. Ach ja! Das nicht dann aufgeht. Gab's ja was. Das Auto geht nicht auf. Ah, oh, die Tür geht auf, toll. Kofferraum? Basie? Ist das ein Basie? Oder ist das einfach nur... Nix drin. Das ist eine Spitzhacke. Eine Säge habe ich zwar schon, aber meine ist, glaube ich, defekt lösen nicht. Ich gehe mal hier ins Haus rein. Bäh. Jede Menge Getränke. Was ist das denn? Black Motorbike Helmet. Oh, Karte. Hier ist noch was zu essen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Und noch was zu essen? Oh, Tactical Bacon. Ja, ich habe gebackene Bohnen. Baked Beans. Männlich! So, geht's noch irgendwie nach oben? Ich glaube, es ging zwar nach oben, aber die Tür ging nicht auf. Ja. So. Du bist dann in dem kleinen, gelblich-beigen, abgekackten Haus da? Ja, ich kann dir nicht sagen, was für eine Farbe das hat. Das sieht so aus. Für mich ist es grau. Immer noch das Rot. Achso, ja, du hast ja hier schwarz-weiß. Irgendwas, ja. Ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Aber ich schätze mal, ich habe irgendwie zu wenig. Oh, was ist das denn? Eine Sichel. Ich laufe voll dran vorbei, echt. Ich glaube, ich nehme die mal anstatt meiner Spitzaxt. Mach das erstmal aus der Hand. Wo ist die hin? Wo ist was Ach, hin? Da. Die Axt. Panik! So, weg damit. Oh, eine Wasserflasche. Oh, da ist was Schönes. Das muss ich mitnehmen. Was hast du gefunden? Ein Fernglas. Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Da war aber auch letztens, so. Das haben die auch geändert, weil das hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, was soll ich sagen? Funktioniert nicht. Echt nicht? Ach doch, jetzt geht's. Gut, okay, also das ist cool. Okay, also so richtig funktionieren tut's nicht. Denn, das wackelt alles. Also entweder habe ich einen extrem zittrigen Charakter. Ich will auch mal. Du zitterst ganz schön hier vor dich her. Moment. Ich muss sie erstmal aus der Hand nehmen und dann muss ich sie auf den Boden werfen, in der Hoffnung, dass sie nicht weggehen. Da, ich sehe sie. Binoculars. Du musst es dann in die Hand nehmen, dann in den Angriffsmodus wie mit einer Waffe und dann einmal die rechte Maustaste. Wow! Ja, das zappelt wirklich ein bisschen. Das ist ein bisschen doof, aber na gut. Ja, aber besser als gar nichts, ne? Das ist richtig. So, das hier machen wir mal weg. Wups. Pack das mal weg. Hier kannst du haben. Hier, bitteschön. Und das kommt wieder in meine Patschehändchen. Ja. Wo hast du das denn jetzt hingetan? Was denn? Ja, das Ding. Das Ding da halt. Kann ich das nicht? Na gut. Kannst du es nicht als Waffe verwenden? Doch schon, nur... Ah, ich hab's mir jetzt einfach mal auf mein Dings gelegt. So. Hier geht nix. Falls man das hört, meine Eltern sind ja am Haus hier irgendwas am rummachen. Am bohren, am... was auch immer. Alles kaputt machen! Die sind am Haus rummachen. Oh, du geiles Haus, du. So, wo willst du hin? Wir wollten zum Airfield. Ja, dann müssen wir noch da. Wir wollten zum Airfield, gehen aber doch dann nochmal ins Haus. Dann gehe ich halt in das kleine Grüne hier. Nö, das kleine Grüne. Nö. Ja, da ist ein kleines grünes Häuschen. Wo gehe ich hier hin? Was ist das? Violet Canvas Pants. Waren die nicht mega hässlich? Ich... weiß es nicht mehr. Ich habe noch irgendwas. Weißt du, wie lange das her ist, dass wir zuletzt gespielt haben?
ich habe heute den alles. Nee, gestern habe ich angefangen, alles zu rendern. Vom letzten Mal, ja. Habe ich eben noch mit Skate angefangen zu rendern. Da fehlen mir jetzt noch 3 Parts, dann habe ich das auch fertig. So, wo bist du? Immer noch im grünen Haus. Ich habe aus Versehen meine Waffe entladen. Okay. Das geht? Ja, das geht. Man kann es auch aus Versehen machen. Jetzt habe ich auch einen Schuss noch. Ah, ne, da war er. Da lag er. Weggeworfen. Den möchte ich natürlich mitnehmen. Ich glaube, da vorne steht ein Zombie. Bei der Tank in der Ecke. Es wäre voll cool, wenn man sich hier so Haustiere machen könnte. Du willst doch nur einen Hund mitnehmen. Ja. Und der kann dann andere zerfleischen. So, ich fresse jetzt erstmal. Nee, ich bin Energized ist gut gegessen, ja. Dann trinke ich mal noch was. Ich teste mal meinen neu erworbenen Dings aus. Neu erworben, als ob du da Ding gekauft hättest. Ja, habe ich auch. Warum kann ich hier... Ich kann nicht hoch oder runter gucken. Was ist das denn für ein Kram hier? Also diesen... Ich weiß nicht, was du für Probleme hast. Ja, also da steht tatsächlich ein Zombie. Wenn man sich hinkniet und dann die Ferngläser auswählt, dann guckt er nur auf den Boden. Zumindest sieht es für mich so aus. Das heißt, man muss stehen, damit man die verwenden kann ordentlich. Gut. Und dann, dann zuckt es rum. Also hast du noch Getränke und sowas? Ich habe noch 2 Dosen, 3 Dosen habe ich noch dabei. Hast du eine Flasche? Eine Wasserflasche? Lass mich nachsehen. Nee. Weil ich habe 2 Stück. Ich würde die jetzt gerade mal voll machen, dann kann ich dir eine geben. Das können wir machen. Da irgendwo im Haus war auch eine Wasserflasche drin. Aber... Ja, ich glaube, die habe ich mitgenommen, aber die habe ich schon leer getrunken. Okay. Aber hier war irgendwo auf der linken Seite, gab es hier einen Dings, einen Brunnen. Ich kann ja auch einfach mal nachgucken. Haben die einen weggemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn wir uns dann wieder hier treffen, dann kannst du ein bisschen nachgucken. So. Ja, ich gucke noch hier in den Häusern rum. Ein Cowboy-Hut. Weil dann mache ich... Noch was zu trinken. Oh, was liegt da? Hast du 7,62er? Brauchst du die? Lass mal nachsehen. Ich brauche 7,62 mal 51. Aber die normalen 7,62er kannst du nicht nehmen. Muss ich gerade nachsehen? Ich glaube nicht. Aber die sehen genauso aus hier irgendwie. Ich nehme es mal mit. Den kann man ja immer noch wegschmeißen. Ja, genau. Wegwerfen nicht geht immer. Nicht die Tür auf. Nicht die Tür, du sollst den Kofferraum aufmachen. Was ist das? 9 mm? Nein. Oh, noch eine Sichel. Ich weiß nicht, wie die ist. Keine Ahnung, ich habe die bisher noch nicht auf einen Zombie angewendet. Ich will es auch eigentlich gar nicht jetzt auf einen Zombie anwenden, weil ich alleine bin. Ein Kitchen Knife. Ja, recht viel Energie. Jo, da liegt doch was auf dem Schrank. Also ich habe so das Gefühl, dass es zumindest auf dem Server jetzt deutlich mehr Items gibt, die man sich holen kann. Ja, die hatten auch geschrieben, die haben das Loot Spawning haben die irgendwie geändert. Hier steht noch eine Dose Rasputin. Irgendwie ist der eine Slot bei mir defekt. Willst du kurz raus und wieder reinkommen? Nee. Oh, hier steht auch noch was. Was ist das? Canned Peaches. Also ich bin jetzt doch schon wieder ein gutes Stück zurückgelaufen. Ja, ich bin an der Kreuzung an der großen. Ja, da bin ich auch. Confirmation of Changes. Ach, der Motorhelm Limone konnte nicht geladen werden. Das ist richtig. Die Meldung kam das letzte Mal noch. Jetzt kam sie nicht mehr. Was zu essen.
Wo war denn der Scheiß? Ich glaube, da unten war der. Was hab ich denn jetzt hier alles noch rumfliegen? Oder haben die das hier geändert? Der Bus stand doch vor letztem Mal nicht da. Doch, aber hier ist der Dings. So. Ich möchte gerne meine Flasche auffüllen. Wie ging das denn nochmal? Du musst die Hand nehmen. Die Hand nehmen und dann, ja, genau. So. Und dann konnte man das Fill Bottle. Ist jetzt voll? Ja. Dann noch die andere. Nee, nicht da rein. Mach die mal aus der Hand hier. Nimm die in die Hand. Dankeschön. So, wunderbar. Möchtest du dann die Flasche haben? Die würde ich gerne nehmen, aber ich habe... Ui, ist das ein schicker Hut. Was hast du gefunden? Einen schicken Hut. Ja, was ist das für ein Hut? Ich nehme den mal mit. Den muss ich dir zeigen, das glaubst du mir sonst nie. So, wo bist denn du? Ich bin ganz in der Nähe von der Polizeistation, zumindest müsste ich da sein. Ich gehe mal noch gerade hier ins Pub rein. Ja, ja, gleich mal schön wieder saufen, ne? Ja. Large Gas Canister. So, also ich bin jetzt bei der Polizeistation wieder. Ja, ich komme gleich sofort zu dir. Ich will nur noch hier im Pub gucken, ob hier noch irgendwas Schönes vorliegt. Dann lege ich mich auf die Fresse, dass man mich nicht so deutlich sieht. Oh, Baked Beans. Oh, das ist ja... Das geht ja ab hier. Ja, jetzt stell dir mal vor, wenn wir jetzt erstmal zum Airfield kommen, wo es Kniften und so Zeug gibt. Oh, dann läuft das Wasser im Mund zusammen. Hm. Ah. Okay. So ist das. Man kann... Ach so. gut, die schmeiße ich weg und dann nehme ich das da mit, weil der eine Slot ja im Arsch ist. So. Water Purification brauche ich jetzt momentan eh nicht und da habe ich eh noch ein ganzes Päckchen von. So. Jetzt bin ich wieder auf der Straße. Ich glaube, es ist schon ein bisschen besser geworden mit der Sicht. Also es ist nicht mehr so ganz grau. Dann hing es tatsächlich daran, dass du vermutlich... viel Blut verloren hast. Ach, da kommst du, glaube ich, gelaufen. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt gleich bei den Autos. Ja. Auf jeden Fall. Kann auch daran gelegen haben, weil ich erstens nicht so ganz viel gegessen hatte. Mhm. Und zweitens nicht so ganz viel getrunken hatte. Ich präsentiere meinen Hut. Ach, wie süß. So ein Anglerhütchen. In Rot. Ja. I'm fabulous. Ne, komm hier, zack. Den Hut lasse ich hier liegen, den braucht eh kein Mensch. So, ich würde sagen, jetzt machen wir uns auf den Weg. Ich bin gut, also ja, ich persönlich gerne. Bin gut. Achso, ich wollte ja noch meine Wasserflasche geben. Ja, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Platz, aber die braucht zwei Slots, ne? Ja. Gut, da muss ich noch irgendwas loswerden. Hm, ein Weapon-Cleaning-Kit. Brauchst du eh nicht, du hast eh nicht keine Waffe. Hab ich sehr wohl. Ich weiß. Entschuldigung. Gesundheit. Dankeschön. Oh, so. Wir sind zu viert. Zu dürr. Aber der eine, der da war, der ist jetzt weg. Jetzt ist Bums und Hoxton da. Bums. Da kommt wieder der pubertierende 12-Jährige durch. Bums. Ja. So, wir können. Gut. Ab geht's. Ah, ich freue mich schon aufs Airfield. Falls wir überhaupt so weit kommen. Bist du noch da? Ich bin noch da. Okay. Ich melde mich dann, wenn ich nicht mehr da bin. So, jetzt geht's wieder auf große Wanderschaft. Okay, wir sind jetzt da auf dem Weg. Das nächste Dorf wäre Olsha. Da gibt's auch wieder ein Wassergetränke-Dingsbums. Los! Baum. Der Zombie steht da immer noch. Ich möchte mal gerne meine Sichel auf ihn anwenden. Ja, das kannst du gerne machen. Ich möchte mal gucken, wie das Ding abgeht. Beim nächsten Zombie werde ich dann mal meine kleine Pistole testen. Die habe ich ja auch noch nicht gehört. Ich kann ja dazu eh nichts sagen, wie laut die ist. Himmel, hast du dir ins Kreuz geschlagen, ich. Ich sehe nichts mehr. Ich rüste mal meine Pistole aus für Notfall.
Oh, aber der ist aber ziemlich schwer zu zielen. Ich muss mal meine Maus gerade ein bisschen intensiver einstellen. Versuch ein bisschen höher zu zielen. Du schlägst ihm hauptsächlich in den Schritt. Ich weiß jetzt ja nicht, was das im echten Leben bedeuten soll. Da bin ich nicht so gut drin. Aber wow. Was du denn? Der kam auf mich zugerannt. Nein. Doch. So, schieß mal auf den. Der geht mir auf den Sack. Wow. Zack. Gut, ich habe ihn jetzt auch in den Schritt geschossen. Weißt du, wie sich das angehört hat? Kennst du diese... wie nennt sich das denn? Keine Ahnung. Ja, die kenne ich. Es gibt doch so kleine Pistolen, so kleine, da tut man so einen roten Faden, nicht Faden, sondern so ein rotes Papierstück, wo irgendwie so Knallzeugs drauf ist. Keine Ahnung, ja, genau. Dann knallt ja, das da drauf. Ich weiß, so was du meinst. Genau so hat sich die angehört. Da läuft ein Zombie. Ja, ich weiß.